So Leute, da sind wir beim nächsten Review und ich bin neulich durch die weiten Welten des Internets gesurft und habe etwas gefunden, was ich sehr cool fand. Ich habe euch ja vor kurzem Acrylic-Cases gezeigt für Pokémon Flash and Blood und Magic Displays und die sind halt super schwierig zu bekommen. Also auch die von den anderen Herstellern super schwierig. Und jetzt habe ich eine Firma gefunden, die ist relativ neu und in Deutschland angesiedelt. Und ja, da habe ich ihm angeschrieben und gefragt, hey, kann ich mir das mal angucken? Und die haben gesagt, klar, Blicky, klar, kannst du dir das angucken. Easy, wir schicken dir was und du kannst es zeigen. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar ist das F&M Cases. Sehr interessant. Produced by Brand Supply. Hier gibt es einen Brand Supply. Das sind wahrscheinlich die Leute, die hier sind, diese Cases dafür gebaut haben. Diese Papierdinger. Und wir haben hier. Okay. Okay. Erstmal in Bubble Wrap, was mir sehr gut gefällt. Ich mag Bubble Wrap. Das heißt, es wurde ein bisschen geschont. Und da haben wir dann auch das F&M Protect Your Collection. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich finde es cool, dass es auf der Box drauf ist, damit man auch sieht, wo die Box her ist. Es ist sehr klares Acrylic. Ich glaube, da ist ein Haar oder sowas drin. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber das ist nicht schlimm. Es ist sehr klar. Es beschlägt gerade leicht. Draußen war es kalt. Und ich habe das Ding vielleicht gerade meinem Postboten aus der Hand gerissen und jetzt entgegengenommen. Dementsprechend, ja, das beschlägt. Und es ist natürlich Acrylic. Es vergibt nichts. Also wenn ihr da Fingerabdrücke drauf habt, da kriegt ihr die nicht mehr weg. Ich kann euch empfehlen, einfach mit so Brillenputztüchern und ähnlichen Mikrofasertüchern, macht das nicht so oft, aber man kann da mal drüber gehen mit Mikrofasertüchern. Wenn ihr es so oft macht, habt ihr da zu viele Kratzer drin, das ist halt auch nicht geil. Wäre cool, wenn da irgendwie noch so ein Tüchlein beiliegen würde. Das wäre natürlich der Hammer. Was wir halt haben ist, wir haben einen einzigen Magneten. Es ist nicht so, dass die hier oben drauf gesetzt wird, sondern sie wird geschoben. Und dieser Magnet, ihr seht, ab wann der schnappt sehr weit weg. Und also, so geht es natürlich auf. Aber wer so das Ding irgendwo gegenschlägt, selbst dann geht es ja nur bis zu einem gewissen Grad auf. Und das Feld, was ihr da drin habt, wahrscheinlich immer noch nicht raus. Jetzt werden sich viele sagen, Blacky, was ist denn das? Das zeige ich euch jetzt direkt als allererstes Mal. Und zwar ist das ein Case für Boxen, beziehungsweise für Decks. Und ich werde mal probieren, zum Beispiel hier ist ein Retter von Kamigawa. Und das ist ein Themendeck. Es geht auch Starterdecks und ich zeige euch gleich, was sonst noch geht. Und das mache ich dann zu. Dann ist das da drin gesichert. Safe, es fällt nicht raus. Es ist stabil, ich kann dagegen hauen. Und die Karten da drin sind safe. Ist das geil? Also ich finde das geil. Besonders finde ich das geil, weil hier damit halt auch geschlossene Produkte. Ich habe jetzt mal so einen Gildenbund-Starter. Das ist von 2006. Passt perfekt rein. Auch hier lässt sich verschließen. Kann ich so jetzt auf mein Display stellen. Finde ich der Hammer. Also finde ich wirklich schön, finde ich wirklich cool. Ist halt sehr, sehr cool. Was ich nicht rausgefunden habe, und das werde ich euch hier noch kurz einblenden, ist, ob eine Art von UV-Schutz besteht. Weil das ist ja für Leute relativ wichtig, wenn sie es irgendwo ins Regal stellen oder ähnliches. Ich versuche mal, dieses Haar da rauszuholen, jawohl. Und das wäre halt relativ wichtig zu wissen für euch, wahrscheinlich. Das ist auch das Einzige, was wirklich relevant ist dabei. Ja. Und natürlich könnt ihr damit auch Flash and Blood Starter, also wenn ihr ja Flash and Blood Starter habt, könnt ihr die da auch reintun. Ohne Probleme. Alles in dieser Größe passt dort rein. Die Yu-Gi-Oh! Starter natürlich nicht. Und die Pokémon glaube ich auch nicht. Aber sehr, sehr cool. Und ihr könnt damit halt auch alte Sachen damit unterbringen. Oder wirklich von euch geliebte Karten irgendwie so reintun und so beschützen. Jetzt habe ich aber genug über das Ding gesprochen für die Decks, beziehungsweise für die Starter-Decks oder ähnliches. Sondern die lieben Leute haben nämlich auch was anderes. Kommt hier auch in so einer Box, hat wahrscheinlich genau dasselbe Material, genau dieselben Sachen. Es sieht halt auch so cool aus. Oh mein Gott, es sieht so cool aus. Ja, ziehen wir das mal raus. Auch hier Bubble Wrap, wunderschön, damit es nicht kaputt geht. Nochmal eine Plastikfolie drum, damit es nicht zerkratzt oder ähnliches. Und wir haben die Box. Bei der Box ist es so, dass das F&M hier unten drauf ist, was ich auch recht schön finde, dass es nicht vorne frontal auf dem Ding drauf ist. Und was ich hier drin schon mega finde, ist, man macht es seitlich auf. Also
Das finde ich schon sehr, sehr gut. Was ich merke ist, der Magnet ist, ich weiß nicht, ob es an der Box liegt oder daran, dass es kalt ist. Hier seht ihr wieder eine Einblendung, ob es so war oder nicht. Der Magnet finde ich zu schwach. Also, ihr seht, ich bewege die nur und sie klappt auf. Da müssen wahrscheinlich mehr Magnete rein. Der Magnet selber ist auch, wie ihr seht, weit genug draußen. Also daran liegt es nicht. Da muss, glaube ich, einfach ein zweiter Magnet hin. Ein Magnet ist... Also das darf nicht passieren. Also das ist... Gefällt mir nicht so gut. Was mir gut gefällt, ist, dass man es seitlich öffnen kann. Und dass das auch sehr, sehr klar ist. Also klar, sind jetzt meine Finger abdatschen drauf, aber das ist sehr, sehr klar, dafür, dass es Acryl ist, was nicht viel vergibt. Gucken wir, was da reinpasst. Es ist mal als Witz für euch so eine Battlebond-Box, die ja gleichzeitig auch die zwischendurch diese Set-Booster waren. Ja, die geht natürlich nicht. Das ist eine völlig andere Ding. Wollte ich euch nur gezeigt haben. Nicht, dass ihr nachher sagt, da wollte ich meine Battlebond-Box reintun. Und es geht. Und dann haben wir mal ein Standard-Display aktuell. Corset 2020. Und das passt sehr gut da rein. Wirklich gut da rein. Es hat vorne und hinten ein bisschen Luft. Gerade vorne ist ein bisschen Luft drin, was ich ein bisschen seltsam finde. Aber es geht gut. Es geht gut. Es hat hier hinten auch so ein bisschen noch Platz. Liegt auch daran, dass sie irgendwann ein bisschen schmaler geworden sind. Minimal schmaler. Und rausnehmen geht auch ganz gut. Ja, gefällt mir gut. Also Corsair 2020, das sind die Draft Booster, die passen auch. Ich habe jetzt auf die Schnelle kein Z-Display aufgetrieben. Ihr wisst, Z-Display ist halt das, was ich aufmache. Aber nur, um euch das zu zeigen, das passt auch. Auch wenn es offen ist, so hoffen, dass es noch wieder rausgeht. Das passt natürlich auch. Und auch diese kleinen Special-Boxen passen. Wenn ich mir hier zum Beispiel ein Double-Feature nehme, kauft euch kein Double-Feature, geht das hier rein. Und wenn ich es richtig sehe, das werde ich jetzt auch testen. Ich nehme jetzt nämlich noch so ein Mystery-Display und schiebe das da oben drüber. Und, schade. Schade. Es ist minimal nicht hoch genug. Ist aber auch nicht darauf ausgelegt gewesen. Noch nicht dafür gedacht gewesen. Das, wofür es ausgelegt ist, sind Displays, Draft-Displays. Und naja, wenn ihr die da reintut, dann ist es halt kein Core 2020-Display, sondern dann ist es halt so ein Innistrad, von mir aus auch älteres Display. Und dafür ist das auch gedacht. Ob da jetzt noch zukünftig für zum Beispiel solche großen Boxen oder für andere Größen der Boxen auch Displays kommen, also hier so Cases, nicht Displays, Cases, das weiß ich nicht. Das fühlt sich richtig cool an, weil das von außen draufgesetzt ist, krass. Das weiß ich nicht, das werde ich mal rausfinden. Beziehungsweise wir werden das über die Zeit hinausfinden. Und aktuell muss ich sagen, ich bin von dem Teil hier sehr begeistert, ist wirklich sehr begeistert. Und ja, hier muss ich leider sagen, das ist halt nicht so cool. Klar, wie oft wird euer Schrank sich so neigen, wenn ihr das in den Schrank stellt? Es soll ja hauptsächlich vor Staub schützen oder vor Schlägen, wenn der Schrank irgendwie umfällt und ähnliches. Aber wenn der Schrank umfällt und dann eben wirklich umfällt und dann das passiert, dann ist das ärgerlich. Dann wäre es cooler, wenn man hier dann sagen würde, man macht hier und hier zwei Magnete hin. Das ist dann schon wesentlich cooler, muss ich leider ehrlich sagen. Und das wäre ein Änderungsvorschlag von mir. Ansonsten muss ich sagen, finde ich die Dinger wirklich cool. Die sind stabil. Ich habe die auch schon jetzt in der Zwischenzeit im Video, ist auch schon wieder eine Stunde her, wo ich noch ein bisschen was rumgetestet habe. Ich habe die mal kurz gegen die Wand geworfen. Sonst was. Ihr seht das halt nicht wegen dem Cut. Gegen die Wand geworfen, in Anführungsstrichen. Ihr seht so ein bisschen, was haben die hier an den Ecken jetzt abbekommen. Völlig normal. So hart, wie ich mit denen umgegangen bin, ist das doch ganz nett. Mir ist halt aufgefallen, wie gesagt, also das mit dem Magnet hier. Mittlerweile sind die Magnete warm. Und dementsprechend müsst ihr es halten. Es liegt nicht an der Kälte. Das ist ein zu schwacher Magnet. Schade eigentlich. Ansonsten gefällt mir die Box ganz gut. Ich hoffe, die Leute von F&M nehmen sich das ein bisschen zu Herzen, überlegen, ob sie hier nicht vielleicht zwei Magnete aufsetzen oder als Zusatzmagnet da noch reinsetzen oder seitlichen Magnet reinsetzen oder wie sie es auch immer machen. Die wissen das besser als ich, was sie da tun. Ich kann euch nur sagen, ich finde die Produkte cool und ich werde jetzt gleich bei mir Zeug reinschieben und das bei mir in die Vitrine stellen, weil ich finde es mega. Ich finde es wirklich, wirklich cool und mir gefällt es tatsächlich besser als von anderen Herstellern. Außer halt, wie gesagt, das mit dem Magnet. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch die selber mal angucken wollt, die Sachen, die die Leute machen, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu denen in ihrem Shop. Und da könnt ihr die bestimmt auch über einen Kontakt noch kontaktieren und andere Fragen stellen. Die haben auch Instagram, Facebook und sonst was. Die antworten auch super lieb. Sind super liebe, super nette Leute. Guckt euch mal da um, vielleicht findet ihr was. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.